Könnt ihr uns sehen? Könnt ihr uns hören? Ja, also zwei alte Säcke, Micha und Pavel, haben den dritten alten Sack jetzt mitgebracht. Und das ist nicht ohne Grund. Bleibt dran. Wie wisst, Micho und ich, wir zeigen viele interessante Sachen in Photoshop, in Luminar, in Lightroom. Da kann man natürlich viel lernen, das habt ihr wahrscheinlich auch schon getan auf unserem YouTube-Kanal oder bei unseren Videos. Und es gibt Leute, die das wirklich super toll können. Ja. Ja? Und wir dürfen euch jetzt Onkel Gerhard vorstellen. Gerhard Dutschke. Yeah. Ja. Und dann haben wir jetzt ins Boot geholt, um bestimmte Tricks zu zeigen. Gerhard, du bist doch sowieso so ein Trickmeister, ja? Achso, ja, in dem Sinn schon, weil ich beschäftige mich auch mit Zauberkunst natürlich seit 30 Jahren. Ja, also dann ich kenne in dem Fall viele Tricks. Da zeigt mir einen Kartenstapel, ich suche eine Karte aus, dann verstecke ich sie und dafür sie. Also das ist das einfachste Beispiel. Ja. Alles Tricks. Ja, wie lange machst du schon Photoshop? Photoshop jetzt eigentlich, ich habe mit Lightroom angefangen und Photoshop jetzt, ja, seit diese Abo-Geschichte, seit Lightroom nicht mehr als normale Kaufversion gibt, sondern nur noch als Abo-Version, ja. Da sind es 2 Jahre oder so ungefähr. Ja. Du hast auch früher gemalt? Ich habe gemalt, ich habe gezeichnet, das ist eigentlich schon seit Kindheit. Also das ist fast so ein Werdegang wie bei mir. Bei mir kommt ja auch so, ja? Ich bin der brutale Quereinsteiger. Wobei, also das ist jetzt so ein kleines Geheimnis, was gelüftet wird. Ich war auf dem humanistischen Gymnasium der erste Junge, der in den Handarbeitskurs gegangen ist. Ja? Oh. Ja, naja, aber jetzt... Peinliches Schweigen. Nein, überhaupt nicht. Also du kannst immer noch sehr gut aufschneiden. Also freistellen und so weiter. Obwohl, super. Der freistellen tust du sowieso mit dem Touchpad. Also das habe ich immer noch nicht verstanden, wie man das macht. Aber macht das gut. Also früher habe ich immer ganz penibel skaliert und geguckt und das ist das zweite Geheimnis. Also wenn ihr das auch könnt, ihr müsst nur circa 25 Jahre in eurem Hauptberuf auf dem Laptop Präsentationen zusammenstellen, ohne Maus, dann geht das. Okay, ja? Also für mich war das tödlich. Aber Gerhard, zurück zu dir. Also du hast jetzt Photoshop drauf, du hast jetzt Luminar drauf. Nee, Lightroom. Ja, eigentlich habe Schwerpunkt ist Photoshop. Ja. Und was ich so sehe, also mit Farben bist du per Du. Also das sieht man also bei den Venedig-Bildern, München-Bildern. Ja. Ich mag das halt farbig, ich mag buntes, ja. Ja, das kommt uns entgegen. Ja. Das kommt uns entgegen. Ja. Okay, ihr habt mich da auch beeinflusst natürlich, also Influencer. Ja, also Gerhard ist uns aufgefallen, weil er in sehr kurzer Zeit große Sprünge gemacht hat und vom Stil her doch sehr nah rangekommen ist und eine Konstanz gezeigt hat. Also nicht einfach mal so kurzes Hoch nach dem Motto, oh, ich kann es jetzt und dann flacht es wieder ab. Nee, es ist geblieben. Ja, gut, Gerhard ist schon auch in dem Alter, wo man nicht wie Kinder sagt, okay, ich mache jetzt mit 18, ich werde Photoshop-Guru und dann mit 18,5 sagt man, ich habe keinen Bock mehr. Ja, oder ich habe alles in meinem Leben, in meinem künstlerischen Leben erreicht und deswegen muss ich jetzt nach 5 Jahren was anderes machen. Ja, bei mir geht es ja nicht ums Alter. Bei mir geht es jetzt habe ich eine neue Sache und eigentlich stinkt es mal, wenn ich mal ein bisschen nachrechne, wie lange habe ich noch. Aber ach, please, ja. Also für älter wie ich bist du nicht. Ich bin auch schon ein alter Sack. Ja, ich bin der älteste Sack, 9 Jahre stimmt. Älter. Aber was ich schön finde, also bisher, er, also bei mir wird immer drüber nachgetrunken, aber er grüßt ja immer Oma. Dann haben wir den Onkel Rudi, wobei Onkel Rudi ist immer eine fiktive Gestalt, ja. Ja, zum Thema Onkel Rudi, wollen wir endlich Geheimnis lüften, was Onkel Rudi ist? Dann sag das mir. Ja, also Onkel Rudi bei uns ist Folgendes. Früher, wo ich noch nicht in der Branche war, da wo wir jetzt sind, also Influencer und Teacher und Coach. Auf mit diesem Begriff. Coach. Nein, da habe ich natürlich alles gemacht, auch Hochzeitsfotos. Und zu mir kam einmal eine Dame und hat gesagt, ja, so und so, machen Sie uns bitte ein Angebot, wir wollen heiraten. Ich erstmal herzlichen Glückwunsch, ja und so. Ja, was kostet die Hochzeit bei Ihnen? Ich sage, naja gut, also das, was Sie mir jetzt gesagt haben, was ich machen soll, kostet das 2.500 Euro. Um Gottes Willen, das ist viel zu teuer. Dann macht das Onkel Rudi, der hat auch eine Kamera. Ja, ja. Und seitdem ist Onkel Rudi unsterblich. Das ist verbranntes Begriff. Genau, ja? Also Onkel Rudi, wir haben die Oma.
und du trinkst darüber nach. Ich trinke darüber nach, wir haben die zwei alten Säcke und jetzt haben wir noch Onkel Gerhard, ja? Und was machst du so? Was ich, wie, was ich sonst noch mache. Er spielt durch in die Karten. Ja, genau, ja. Genau. Ja, insofern, also wir sind so, wenn wir vorher schon die zwei ältesten Säcke der Fotobranche waren, haben wir jetzt den Schnitt jetzt gerade nochmal nach oben gedrückt. Aber gewaltig. Genau, und alle, die jetzt so über 19 sind, nach dem Motto, es gibt noch Hoffnung, wenn ihr ein bisschen älter seid, also Kreativität und sowas, das kann man auch noch im etwas höheren Alter haben. Ja, wenn man das will, das macht, man muss neugierig bleiben. Ja, genau. Ja, das ist das Wichtigste, ja. Neugierig bleiben und ja, also meine Oma, Uroma hat auch bis 94 geraucht, so eine richtig leidenschaftliche Raucherin, und das hat auch Spaß gemacht. Genauso mit Photoshop. Das war die Kreativität. Das war die Kreativität. Die hat auch Ringe gemacht. Du trinkst darüber nach, du rauchst darüber nach. Ich rauche. Da bin ich nicht allein, Schätzchen. Ich rauche ab und zu mal auch darüber nach und Onkel Gerhard auch. Ich rauche und trinke gerade mal ein Gläschen rum und passt ja alles. Also, dann willkommen im Club. Ja, danke schön. Passt alles gut. Ja, also Onkel Gerhard. Ist es okay, wenn ich so sage? Natürlich, Onkel Gerhard. Ihr zwei alte Säcke, natürlich. Ja. Also Onkel Gerhard wird euch in der nächsten Zeit ein paar Videos zeigen. Also das sind kleine Tricks in Photoshop, was also nutzt zum Thema Bildbearbeitung, wie man aus den Bildern das Maximum rausholt. So böse Sachen wie Himmel austauschen, ja, mit Farben arbeiten. Also ihr dürft gespannt bleiben. Und jetzt das erste Beispiel. Und jetzt das erste Beispiel. Also dein Auftritt. Mein Auftritt. Ja, blaue Stunde Deluxe. Also Onkel Gerhard ist jetzt total aufgeregt. Ja, aber total. Kamera, ich habe nur so eine Kamera. Ja, hat noch nie eine Kamera gesehen. Ja, auf der anderen Seite schon. Ich weiß gar nicht, wie die von vorne aussieht. Also, Film ab. Hallo, hier ist der Gerhard. Und hier meine Premiere, ein Bild zu bearbeiten und gleichzeitig zu kommentieren. Dieses Bild habe ich an einem Winterabend in München fotografiert und ich habe es hier in Kamera RAW jetzt bereits bearbeitet. Diesem Bild möchte ich nun in Photoshop mit selektiven Color Lookups noch mehr Leuchtkraft geben. Außerdem will ich diesen relativ langweiligen Himmel noch etwas dramatischer gestalten. Aus Zeitgründen werde ich jetzt in Kamera RAW die Entwicklung nur kurz ansprechen, aber ich kann vielleicht mal zeigen, wie das Bild vor der Bearbeitung aussah und hier nach der Bearbeitung. Bei den Grundeinstellungen habe ich die Lichter etwas reduziert, die Tiefen nach oben gezogen, etwas mehr Weiß dazugegeben, die Struktur erhöht, etwas Klarheit und natürlich auch die Dynamik auch erhöht. Nachgeschauft habe ich mit Standardparametern und um das Bildrauschen etwas zu reduzieren, habe ich die Luminanz erhöht, weil wir hier ISO 800 haben. In den HSL-Einstellungen habe ich die Sättigung der relevanten Farben erhöht, also in dem Fall von den Rot-, Orange- und Gelbtönen, wie auch Aquamarin- und Blautöne. Beim Farbton habe ich die Gelbtöne noch etwas mehr ins Orangene verschoben. Hier habe ich jetzt noch zwei kleinere Radialfilter eingebaut, um diesen Bereich der Straße etwas aufzuhellen und vor allem ein schönes warmes Licht zu geben. Den kleineren Radialfilter, den habe ich nur deshalb eingebaut, um das Licht der Autoscheinwerfer hier auf der Straße noch etwas zu verstärken. Bei beiden Radialfiltern habe ich die Farbtemperatur erhöht und auch den Farbton etwas mehr in Richtung Magenta verschoben, um die abendliche Stimmung noch etwas mehr zu verstärken. Beiden Radialfiltern habe ich dann jetzt noch etwas gelbe Farbe dazugefügt, also ein bisschen gelb-orange Farbe, um das noch ein bisschen warmer zu gestalten. Wenn ich jetzt diese beiden Radialfilter mal ausschalte, dann könnt ihr sehen, was das für ein krasser Unterschied ist. Also hier wirklich krass, das gefällt mir immer noch sehr gut. Eigentlich finde ich jetzt das Bild schon ganz gut, aber da geht noch mehr. Dazu öffne ich jetzt mal das Bild in Photoshop. So, hier wären wir also in Photoshop. Und zuerst möchte ich die Hintergrundebene mit der Taste STRG und J duplizieren. Und mit dieser Ebene machen wir jetzt gleich weiter. Wie schon angesprochen, möchte ich jetzt zuerst dem Himmel etwas mehr Dramatik verleihen. Dazu könnte man den Himmel jetzt auch austauschen, aber ich möchte hier etwas anderes machen. Ich werde einen zweiten Himmel in den Originalhimmel hineinkopieren. Den Tipp dazu gab mir übrigens Mio, der mir auch den zweiten Himmel zur Verfügung gestellt hat. Es ist übrigens auch eine gute Idee, immer mal wieder interessante Himmel zu fotografieren und sich so mit der Zeit seine persönliche Himmelssammlung anzulegen. Diesen zweiten Himmel, den habe ich jetzt hier schon mal einmal in Photoshop geladen und ich werde ihn nun mit dem Bild aus München zusammenbringen. Und dazu klicke ich jetzt mal mit der rechten Maustaste hier auf die Hintergrundebene,
Ebene duplizieren und als Ziel geben wir hier das Münchenbild an, bestätigen mit OK. Und dann haben wir jetzt den Himmel hier über diesen Ebenen. Der Himmel ist mir jetzt, so wie er jetzt ist, etwas zu groß. Deshalb, ich drücke mal STRG und T, gehe an so einen Anfasser und ziehe den etwas kleiner. Und lege den jetzt oder schiebe den jetzt über den Originalhimmel. Damit wir jetzt auch sehen können, ob das auch wirklich passt, reduziere ich mal die Deckkraft etwas von dem Himmel. Und dann könnt ihr den oder kann man den so hinschieben. Aber so sieht es ja eigentlich nicht schlecht aus. Man kann ihn etwas kleiner machen. So. Und dann die Deckkraft wieder auf 100%. Für diese Ebene lege ich jetzt noch eine Ebenenmaske an und invertiere die mit STRG und I. Und somit ist der Himmel jetzt erstmal unsichtbar. Und jetzt möchte ich den Originalhimmel auswählen. Dazu gehe ich wieder auf diese untere Ebene, gehe zum Schnellauswahlwerkzeug und mit dem Schnellauswahlwerkzeug klappt das jetzt hier eigentlich wunderbar. Und mit dieser Auswahl gehe ich jetzt hier auf diese Ebene hier oben. Hintergrundfarbe haben wir weiß und jetzt möchte ich diese Auswahl mit weißer Farbe füllen. Das heißt STRG und Backspace und schon haben wir hier den Himmel drin. Mit der Taste STRG und D entfernen wir die Auswahl. Und jetzt will ich ja eigentlich diesen Himmel in den zweiten hineinkopieren. Das ist sehr einfach, indem wir einfach diese Ebenenfüllmethode ineinander kopieren verwenden. Und seht ihr, und jetzt hat dieser Himmel gleich viel mehr Dramatik und Struktur erhalten. Allerdings ist er jetzt natürlich viel zu blau. Und deshalb lege ich eine weitere Einstellungsebene an mit selektiver Farbkorrektur. Und hier bei dieser selektiven Farbkorrektur gehe ich mal auf die Blautöne und verschiebe jetzt einfach mal ein bisschen die Regler, das ist ein bisschen Geschmackssache. Gebe mal ein bisschen mehr Cyan rein, Magenta ein bisschen reduzieren, so ungefähr. Vielleicht mal mit dem Gelb ein bisschen hier rumspielen, das sieht auch gut aus. Also wenn man jetzt nur mal auf den Himmel schaut, das sieht eigentlich so nicht schlecht aus. Allerdings haben wir jetzt die Farbkorrektur über das ganze Bild. Ich möchte denn ja jetzt nur die Korrektur nur über diesem Himmel. Und deshalb können wir jetzt diese Maske hier von dem Himmel verwenden. Das heißt, ich halte mal die Alt-Taste gedrückt und schiebe die Maske einfach hier zu dieser Maske nach oben. Da steht dann dran, Ebenenmaske ersetzen, mit Ja bestätigen. Und schaut mal, jetzt ist nur der Himmel ausgewählt und so sieht das Ganze jetzt sehr gut aus. Und nun möchte ich das Leuchten der Orangetöne noch intensivieren. Dazu wähle ich jetzt eine Color Look Einstellungsebene aus und in diesem Fall Mios Lieblings Color Look False Colors. Diesen Color Look möchte ich aber jetzt nicht über das ganze Bild haben, sondern wirklich nur über die Rot- und Orangetöne. Und damit wir das erreichen, invertiere ich jetzt diese Maske mit STRG und I und klicke mal hier auf die Kanäle. Und bei den Kanälen wähle ich jetzt den Rotkanal aus. Ganz einfach, STRG oder Command-Taste gedrückt halten und Klick auf Rot und schon haben wir diese ganzen Rottöne ausgewählt. Gehen wir jetzt wieder zurück zu den Ebenen, auf die Maske, wählen mit der Taste B einen weichen Pinsel aus, ruhig etwas größer, weiße Farbe, Vordergrundfarbe, in dem Fall Taste X und male ihn jetzt hier nur mal hier so drüber, das reicht schon. Mit der Taste STRG und D entfernen wir die Auswahl. Und jetzt schaut mal, wenn ich da aus- und einschalte, das sieht jetzt schon viel besser aus. Es leuchtet auch viel schöner. So, und nun werde ich eine Technik anwenden, die ich eigentlich sehr gerne benutze, um selektiv ein warmes Leuchten zu erzeugen. Und dafür wähle ich jetzt wieder eine Color Look Einstellungsebene aus und dieses Mal mit dem Color Look Crisp Warm. Diese Ebene, die Deckkraft dieser Ebene reduziere ich jetzt mal relativ stark, ich sage jetzt mal, oh, was stark, so auf 25%. Und diese Ebene werde ich jetzt mit STRG und J duplizieren. Und diese duplizierte Ebene, für die gehen wir auf negativ multiplizieren. Beide Ebenen werden jetzt markiert und mit der Taste STRG und G fasse ich die zu einer Gruppe zusammen. Die Ebene mit der Gruppe, für die lege ich jetzt auch wieder eine Maske an. Und wie gesagt, ich möchte jetzt dieses Leuchten hier auch wieder nur bei diesen Orangetönen haben. Und da können wir jetzt die gleiche Maske wie eben verwenden. Das heißt, Alt-Taste gedrückt halten und dann schiebe ich die Maske einfach hier nach oben. Ebenenmaske ersetzen, ja. Und schaut mal, jetzt wird das Leuchten noch intensiver.
Und da ich jetzt gerne mit Farbe male, lege ich noch eine weitere Color Lookup Einstellungsebene an. Und in diesem Fall wähle ich Crisp Warm oder wieder Crisp Warm und reduziere jetzt diese Deckkraft auf ca. ja, sagen wir mal so 55%. Die Maske wird wieder mit STRG und I invertiert und jetzt wähle ich wieder einen Pinsel aus mit der Taste B, allerdings jetzt einen sehr kleinen Pinsel, Vordergrundfarbe weiß, und jetzt male ich einfach mal nur hier hinten über die Fenster, nur über das Fenster hier vielleicht ein bisschen, hier am Eingang, und jetzt noch ein bisschen Fleißarbeit. Ich male jetzt mal in den Innenseiten hier dieser Bögen so entlang. Ich mache das jetzt relativ schlampig. Also wenn ihr sowas mal macht, macht das wirklich sauber, macht den Pinsel noch etwas größer. Das ist jetzt zu groß. Also man sollte das genauer machen. Am besten ist natürlich, wenn man das Bild vergrößert und dann kann man das hier viel genauer machen. Aber ich möchte jetzt nur mal diesen Effekt demonstrieren. Hier noch ein bisschen und auch vielleicht hier innen an der Decke etwas. Und schaut mal, wenn ich jetzt die Maske oder die Ebene ausblende, achtet nur mal hier auf die Fenster hier hinten und vielleicht auf die Innenseiten dieser Bögen. Das ist doch wirklich auch krass. Wie wenn jemand nochmal zusätzliche Scheinwerfer eingeschaltet hätte. So, jetzt habe ich aber noch eine Sache. Mir gefällt dieser ganze Bereich hier, wo die Autos stehen, noch nicht so richtig. Diesen Bereich möchte ich jetzt noch etwas aufhellen, aber gleichzeitig möchte ich hier noch eine etwas kältere Farbtemperatur reinbringen. Es ist ja ein Winterabend und dazu wähle ich jetzt wieder eine weitere Einstellungsebene, Color Look Einstellungsebene, in diesem Fall jetzt mit dem Color Look Crisp Winter. Natürlich möchte ich das jetzt nicht zu heftig haben, deshalb reduziere ich jetzt diese Ebene, die Deckkraft erstmal auf ca. ja, so 23%. Und invertiere die Maske wieder mit STRG und I. Immer dasselbe, STRG und I. Diesen Color Look möchte ich natürlich jetzt auch wieder nicht über die Orangetöne haben, sondern nur über diese Blautöne. Und deshalb gehe ich wieder zu den Kanälen und wähle jetzt den Blaukanal aus. Das heißt, STRG-Taste gedrückt halten, Klick auf Blau, die Blautöne sind ausgewählt, zurück zu den Ebenen und dann wieder einen weichen Pinsel mit der Taste B und diesmal können wir wieder einen größeren Pinsel nehmen und mit weißer Farbe male ich jetzt hier einfach hier mal drüber. Da kann ich die Straße hier vorne auch mitnehmen und dann vielleicht noch die Fassade von diesem Haus. Dabei solltet ihr jetzt aber darauf achten, dass ihr nicht in den Himmel reinmalt. Das sieht dann etwas unschön aus. Mit STRG und D wird die Auswahl wieder entfernt und schaut mal, wenn ich jetzt hier, das ist zwar jetzt sehr dezent, aber wenn ich hier mal ein- und ausschalte, dezent, aber wirkungsvoll. So, und zum Schluss werde ich noch einmal eine weitere Color Lookup Einstellungsebene erzeugen und ich wähle hier jetzt Futuristic Bleak. Mit diesem Color Lookup kann man jetzt nicht nur den Farbton verändern, sondern auch die Helligkeit und den Kontrast verstärken. Immer wenn ich diese Technik anwende, muss ich eigentlich etwas grinsen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das an dieser Stelle überhaupt zeigen darf. Als Mio nämlich einmal in einem YouTube-Video, das hieß, soviel ich weiß, Marmeladisierten auf Knopfdruck, als Mio diese Technik erklären wollte, richtete sich Pavels Blick gegen den Himmel. Das Video wurde abrupt unterbrochen und ein Zensurbalken war zu sehen. Und diese Zensur kam allerdings ungefähr 2 Sekunden zu spät, und ich habe gleich ausprobiert, was Mio bis dahin erklärt hatte. Und seitdem wende ich die Technik eigentlich immer wieder gerne an. Und ich hoffe jetzt mal, dass das jetzt nicht auch zensiert wird. Als Ebenenfüllmethode verwenden wir hier nämlich jetzt farbig abwedeln. Das ist jetzt sehr, sehr krass. Und deshalb funktioniert das auch nur mit sehr geringer Deckkraft. Ich sage jetzt mal einfach mal so, ja, so 14%. Machen wir 14. Ich invertiere die Maske wieder mit STRG und I und wähle mir jetzt wieder einen kleinen Pinsel aus, einen kleinen weichen Pinsel. Und ich male jetzt hier mit dieser weißen Farbe, mit Vordergrundfarbe weiß, nur mal über die Außenseiten dieser Bögen. Auch das mache ich jetzt hier wieder sehr schlampig. Ich will ja nur demonstrieren, wie das wirkt. Ich mache auch hier vielleicht nicht alle Bögen. Ich gehe mal hier noch über die Fenster hier oben. Also nur nicht die Fenster direkt, sondern das graue, den graublauen
Fenster hier, auch hier sollte man darauf achten, man sollte das sauber machen und in dem Fall jetzt hier als Beispiel nicht in die Wand hineinmalen, aber in die Hauswand, aber wie gesagt, das ist jetzt nur mal zu Demonstrationszwecken und ihr habt schon bemerkt, dass ich sehr gerne male. Gehe mal hier noch rüber und hier innen vielleicht hier über das Fenster oder dieses Band hier, sieht auch klasse aus. Und vielleicht kann man jetzt noch gar nicht so viel erkennen, hier über die Gemälde hier, an den dunklen Stellen. So, vielleicht auch hier an dieser Hausfassade, ja, das sieht auch toll aus. Und auch an dieser Hausfassade, ich mache mal den Pinsel etwas größer. Auch hier wieder darauf achten, dass man nicht in den Himmel malt. Das sieht man dann gleich und sieht unschön aus. Und dann machen wir vielleicht noch hier gerade noch bei den Autos hier ein bisschen. Vielleicht, wie gesagt, könnt ihr jetzt nicht so viel erkennen. Aber wenn ich jetzt mir hier mal ein- und ausschalte, das ist schon eine klasse Wirkung und gibt dem Ganzen noch viel mehr Leuchtkraft. So, und nun zum Schluss würde ich jetzt bei alle Ebenen zu einer Ebene zusammenfassen, in dem Fall mit Steuerung Alt Shift E. Und diese Ebene öffne ich jetzt in Kamera RAW Filter, gehe zu den Effekten FX und wähle noch eine Vignette aus oder stelle eine kleine Vignette hier mit, sagen wir mal, ungefähr so 20-23 und die weiche Kante setze ich hier immer auf 100. Bestellt mir OK. Und schaut mal, wenn ich nur mal auf diese Vignette klicke, das gibt dem Bild jetzt natürlich viel mehr Tiefe. So, und jetzt schauen wir mal, wie das jetzt aussah, was wir alles gemacht haben. Ich gehe mal zu der Hintergrundebene, halte die Alt-Taste gedrückt und klicke nur mal auf das Auge der Hintergrundebene. Das war jetzt also die Entwicklung nach Kamera RAW und das ist das, was wir hier im Photoshop gemacht haben. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen Geschmackssache. Für den einen oder anderen mag das jetzt ein bisschen zu heftig sein. Wer will, der kann ja jetzt mit der Deckkraft spielen und kann auch mal den einen oder anderen Color Lookup weglassen. Wichtig ist, habt Spaß dabei und den wünsche ich euch jetzt. Bis bald mal wieder, euer Gerhard. Sehr Gerhard, also das, was wir jetzt gesehen haben, gut ab, hast du gut gemacht. Dankeschön. Ja, ja, ich habe mir Mühe gegeben. Ja, ja. Und okay, wichtig ist immer, wie ich das sehe, man soll schon ungefähr eine Vorstellung haben, was aus dem Bild dann werden soll. Ja. Also nicht nur mit Reglern spielen, sinnlos und ohne Verstand, sondern... Ja, das ist ja auch bei jedem Motiv ein bisschen anders. Da kommt ein anderes Ergebnis raus oder man hat eine andere Idee. Und das ist je nach Motiv unterschiedlich. Und da gibt es halt die schönen Tricks, was man da machen kann. Und es gibt nie nur die eine Version von einem Bild. Ja, das stimmt. Das ist ja, auch wenn ich ein Bild zum zweiten Mal bearbeite, wird es wieder ganz anders. Hm. Interessant. Oder nicht ganz anders, aber schon anders. Ja. Naja, dort haben wir es geschafft. Also wenn es euch gefallen hat, gibt es dann demnächst vielleicht ab und zu mal wieder was. Nein, wenn es euch gefallen hat, dann gibt es ein Like. Das also sowieso. Diesmal, wenn er uns beide hasst, also Micho und mich. Dann zumindest Onkel Gerhard. Dann für Onkel Gerhard hoch, könnt ihr ein Like geben. Ja? Und wenn euch dieses Video gefallen hat und andere Videos gefallen, dann abonniert unseren Channel. Teilt unseren Channel mit Freunden, mit Verwandten, mit der Oma. Und ja, wenn ihr noch mehr lernen wollt, dann schaut bei uns im Shop vorbei. Wir haben verschiedene Sachen zum Thema Fotografie, Bildbearbeitung in Photoshop, Bildbearbeitung in Lightroom, Reisefotografie, Presets, Aktionen und alles Mögliche. Heute hat er alles aufgezählt. Ja, habe ich es? Ja, ja. Na Gott sei Dank. Also, bis zum nächsten Mal. Grüßt Oma. Trinkt darüber nach. Ciao.